Gehören Sie, so wie ich, zu dieser Generation Menschen, die in einer Zeit groß wurden, in der Wissen durch Bücher verbreitet wurde, Telefonanrufe noch Geld gekostet haben, Chats Gespräche hießen und ein Date-Rendezvous? Diese Zeit ist längst vorbei. Oh, wird's nie wieder sein, bei Kerzenlicht und Wein, bei süßen Träumereien, beim Wandern durch die Wälder irgendwo im Sonnenschein. Aus dem Analogmenschen wurde der Internetmensch und weil es gerade passt, nennen wir ihn doch gleich iMensch. Viele wichtige Dinge des Lebens hat der iMensch bereits in die virtuelle Welt verlagert. Er kommuniziert, er arbeitet und er liebt im Internet. Du hast so schöne Haare, dankeschön. Love you too. Hast du einen Freund? Nein. I love you too. Dein Gesicht schaut so weich aus. Am liebsten würde ich es anfassen. Der iMensch pflegt Freundschaften und verbreitet Informationen, er tätigt Einkäufe und klärt sogar Gesundheitsfragen, aber er mobbt auch und vernichtet per Shitstorm ganze Existenzen. iMensch beherrscht das Internet oder ist es eher umgekehrt? Würdet ihr so lieb sein und 2 Tage ohne eure Smartphones leben können? Was? Sind wir Meister oder Sklave der neuen Technologie? Bediener oder Bestandteil einer großen Maschine? Was wir sicher sagen können, ist, dass wir alle Internet- und Online-Sucht gefährdet sind. Alle schauen auf ihre Telefone, das finde ich seltsam. Das Web 2.0 bildet heute mit seinen zahllosen sozialen Netzwerken eine eigene Realitätsebene im Leben seiner User. Die Übergänge von digitaler zu analoger Welt und zurück sind dabei fließend, denn auch wir Menschen verschmelzen immer mehr mit der Technologie. Sind Sie ein Cyborg? Ja, genau, das bin ich. Und wenn man sich langweilt, dann gehen die Ohren nach unten. Gemeinsam mit der Social-Media-Expertin Judith Denkmeier versuche ich herauszufinden, wie grundlegend sich die Gesellschaft durch die ständige Verfügbarkeit des World Wide Web geändert hat. Am Computer sitze ich hier, programmiere die Zukunft.